Herr Kardinal, Herr Bedford-Strom, man spürt, Sie haben sich richtig gut verstanden auf der Reise. Haben Sie das erwartet? Wir haben es gibt ja schon eine gewisse Geschichte. Wir haben ja auch schon eine Geschichte miteinander. Wir verstehen uns gut, das ist richtig. Wir haben jetzt bei dieser Reise aber erlebt, dass wir in der ganzen Gemeinschaft ganz viel Vertrauen gewonnen haben und dass auch die geistlichen Impulse, die wir ja regelmäßig einander gegeben haben, dass sie wirklich auch uns zusammengeführt haben. Also der Gedanke des Christusfestes als Grundlage dafür, dass wir auch menschlich miteinander uns näher kommen, der ist wirklich ins Ziel gekommen. Ich kann das nur unterstreichen. Es macht sehr viel Freude, mit den evangelischen Brüdern und Schwestern unterwegs zu sein. Wie geht es denn jetzt nach der Reise weiter? Verpufft die Reise oder wird es konkrete auch Ideen oder Umsetzungen für die deutsche Kirche geben? Erst einmal freuen wir uns sehr, dass diese Pilgerfahrt auch Aufmerksamkeit findet, dass wir zeigen können, wir wollen das Jahr 2017 auch wirklich geistlich vertieft feiern und miteinander begehen. Wir wollen auf Christus schauen, wir wollen von ihm lernen. Wir sind nicht die Oberlehrer des Evangeliums, wir sind auch Schüler und gehen also in die Schule Jesu immer wieder von Neuem, wenn wir hier ins Heilige Land pilgern und seine Worte hören, seinen Weg nach Jerusalem mitgehen. Ich finde das erst einmal einen ganz, ganz großartigen Einstieg für das Jahr 2017. Ich empfinde sehr viel Schwung und Rückenwind und da wird das nicht verpuffen, sondern wir werden eher überlegen, wie kann man diesen Schwung verstetigen und darüber werden wir gut in Kontakt bleiben. Aber der Anfang ist erst einmal gut gemacht. Und wir haben ja verschiedene Ereignisse im Rahmen dieses Jubiläumsjahres schon geplant, die wir gemeinsam veranstalten oder wo wir jedenfalls gemeinsam feiern werden. Und ich glaube, dass diese Reise dieses Jahr endgültig aufs richtige Gleis geschoben hat, dass wir mit viel Vorfreude, mit wirklich auch geistigen, starken geistigen Erfahrungen in dieses Jahr gehen und dann auch darauf hoffen dürfen, dass dieses ganze Jahr uns als Kirche, als Kirchen, die sich aber versteht als die eine Kirche Jesu Christi, neuen Schwung und Kraft gibt. Ich habe gehört, Sie werden dem Papst schreiben. Naja, also das sollte man eigentlich jetzt nicht in der Öffentlichkeit verkünden. Ob wir und wie wir dem Papst schreiben, das entscheiden wir selber. Aber ich fand die Anregung, die gekommen ist, sehr gut. Und gute Anregungen nehme ich in der Regel auf und Herr Bedford-Strom auch. So ist es.